Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 86. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 21. April 2022. An dem Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide. Mal wieder einen schönen guten Abend. Ach, was ist das schön. Wir sind zurück im alten Rhythmus. Habe ich jetzt immer mehr das Gefühl, wieder etwas fester im Sattel zu sitzen. Und ja, wir starten auch direkt durch, weil wir ein mördervolles Pad haben irgendwie. Was haben wir vor? Ja, wir klappern heute mal ein paar mehr Themen ab als sonst, beziehungsweise haben wir so ein bisschen aufgeteilt. Wir hatten ja sonst immer einen recht großen Raumfahrtsektor und da haben wir mal ein paar einzelne auch rausgezogen. Wir sprechen über Axiom, da sind ja gerade ein paar Astronauten im All noch unterwegs. Warum die immer noch da sind, darüber werden wir sprechen. Wir sprechen über Tiangong, die Chinesen sind ja auch sehr aktiv im All unterwegs. SpaceX natürlich, das bleibt nicht aus. Wir sprechen auch im Bereich SpaceX über Starship-Geschichte. Da gibt es nun mittlerweile auch schon einiges zu erzählen. Und ja, über Dienstleistung Raketenstart. Da gibt es auch ein paar Themen. Wir werden da über Bryce Space Tech sprechen. Das ist ein Unternehmen, das Studien durchführt und Berichte rausbringt regelmäßig und da auch interessante Zahlen vorlegen kann. Und ja, der allgemeine Raumfahrtsektor. Da decken wir auch noch einige interessante Themen ab, die wir so gefunden haben in der großen weiten Welt, Nachrichten. Ah ja, sehr cool. Ich freue mich riesig. Lass uns direkt loslegen mit bemannter Raumfahrt. Das ist ja auch toll, dass wir da diesmal so ein richtig eigenes Segment im Grunde schon rausstricken konnten. Axiom One ist auf schlechtes Wetter gestoßen, beziehungsweise hat schlechtes Wetter vermieden, erzähltest du. Ja, genau, richtig. Es war eigentlich geplant, die Axiom One Astronauten wieder zur Erde zu bringen, jetzt am Dienstag, glaube ich sogar, also schon ein paar Tage her. Und jetzt ist das aufgrund des schlechten Wetters, wie du schon sagtest, jetzt auf Samstag verlegt worden. Genau, aber bemannt passiert aktuell ziemlich viel. Axiom One kommt runter. Crew Dragon 3 kommt Ende des Monats von der ISS auch runter. Und Crew Dragon 4, also Crew 4 wird dann nächste Woche ins All aufmachen sich. Also ziemlich viel Trubel da gerade. Jetzt hattest du hier noch eine Notiz dran gemacht für die Splashdown-Locations. Ich weiß nicht, ist das die geplante gewesen oder sind das okay, jetzt die zur Auswahl stehen wirklich noch? Genau, richtig. In dem Artikel von Spaceflight Now ist das nochmal ganz genau beschrieben worden. Es gibt, das wusste ich nicht und das fand ich interessant und wollte ich hier nochmal herausstellen, 7 mögliche Splashdown-Locations, wo die Dragon-Kapsel halt runtergehen kann in der Ostküste und im Golf von Mexiko oder zumindest an der Küste. Und die Location hat sich aber nicht geändert. Das war zumindest im Artikel nicht heraus lesbar. Ja. Ja. Wir haben also Axiom, die zurückkommen. Wir haben Crew 4, die starten. Wir haben Crew 3 mit Matthias Maurer ja auch, der zurückkommt. Ne? Ja. Genau. Und der sich auf seinen Salat und Pizza freut. Ja, das glaube ich. Gerade frische Sachen sind da wahrscheinlich nicht so Instant-Kaffee wahrscheinlich auch irgendwie, oder? Ich stelle mir gerade so einen Pizzaslice vor, den du so aus so einer, eingepackten Tüte rausziehen könntest. Ich glaube, aber doch, es gab doch auch mal Bilder, da haben sie das doch auch den Astronauten zur Verfügung gestellt, dass sie auch eine Pizza essen können. Pizza ist, glaube ich, im Italienischen, ist doch gehört dazu. Ne? Ja, Pizza gehört wahrscheinlich sogar relativ regelmäßig dazu, aber gut, ist natürlich irgendwie Weltraum-Quick-Bake-Pizza irgendwie. Ja. Ne? Und wenn du so eine Samantha Cristoforetti bist, Italienerin, dann hast du natürlich auch ein bisschen Bock auf eine andere Pizza. Ist man anderes gewohnt. Ja. Das stimmt. Wir haben allerdings nicht nur deutsche amerikanische Missionen, die jetzt starten bzw. landen, sondern wir haben mittlerweile ja neben der ISS auch die chinesische Raumstation Tiangong im Orbit und da haben wir jetzt auch die Rückkehr der, ich glaube, zweiten Expedition, ne?
Wann war jetzt am 16. April? Ne? Genau, ja, das ist schon ein paar Tage her, wobei nicht so lange her, dass es in die vorherige Episode gehört hätte. aber ja, genau, das sind jetzt die, also wir hatten vorhin mal geschaut, das ist die achte bemannte, der achte bemannte chinesische Staat, ne, da spricht man ja, wie war das, bei den Amerikanern sind es und bei den Europäern sind es Astronauten, bei den Russen sind es Kosmonauten, ne? Und bei den Chinesen ist die Taikos. Genau. Die Frage ist, ob es jetzt nur bei den Chinesen die Taikonauten sind. Ich glaube, bei den Japanern ja wahrscheinlich auch, ne? Und wenn die ISRO dann mal irgendwas macht, also die indische Organisation, dann mal gucken, ob das so tatsächlich kontinentzugehörig bleibt. Aber ja, die Taikonauten, das war die achte Mission insgesamt, dass man bemannt im All gewesen ist. Aber da geht es dann halt zurück bis 2003, wo man erste bemannte Flüge in Kapseln unternommen hat. Also so ein bisschen das, was wir mit diesen privaten Missionen jetzt bei Inspiration4 gesehen haben. Und ja, aber es ist der zweite Start eben zum Aufbau dieser Tiangong-Raumstation. Und ja, die sind jetzt auch wieder zurück. Und die nächste Mission geht dann ebenfalls wieder hoch, um Bauarbeiten fortzuführen. Insgesamt sollen wohl 4 Missionen nötig sein, um die Raumstation fertigzustellen. Und jede Mission dauert ungefähr ein halbes Jahr. Also die waren jetzt, glaube ich, 180 Tage da oben. Ja. Also durchaus respektabel, dass die auch da eine feste Instanz sind. Taikonauten, ich habe das gerade nochmal nachgelesen, weil mich das auch interessiert hat, das bezieht sich wohl doch nur auf chinesische Astronauten. Ah, okay. Und zumindest lese ich das hier gerade einfach mal so drüber. Genau, wenn es um japanische Raumfahrer geht, dann sind es japanische Astronauten, zumindest im Deutschen. So. Das müsste man dann nochmal genauer nachgucken. Cool. Die werden im Japanischen sicherlich auch ein eigenes Vokabular dafür haben. Ja. Das ist wahrscheinlich einfach nur nicht ins Deutsche ordentlich übersetzt. Okay, interessant. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass wir da gar nicht so stark dann weiter differenzieren. Aber hey, warum aber auch? Ne? Irgendwann wird es dann wahrscheinlich auch bekommen, wenn dann die Japaner da auch noch weiter vorschreiten. Ja, vielleicht ist das auch immer daran gebunden, dass man vielleicht ein eigenes Raumfahrtprogramm hat oder sowas, wer weiß. Ja, genau. Aber gut, dann müssten ja, nee, stimmt, die Inder haben ja auch noch keinen eigenen, noch keine bemannten Missionen gehabt. Gut, das könnte natürlich auch daran liegen, dass dann wirklich die japanischen Astronauten wahrscheinlich auch in, die fliegen ja dann entweder mit, ja, wobei die fliegen ja auch mit der russischen oder sind geflogen mit der russischen Soyuz und das und auch Maurer ist ja mit der Soyuz geflogen, nee. Maurer war nee, Dragon, ne? Genau. Ja. Aber egal, die Deutschen, die Deutschen oder die Amerikaner, die an Bord von Soyuz geflogen sind, waren ja auch keine amerikanischen oder deutschen, Kosmonauten. Ja. Ja, richtig. Na, keine Ahnung, aber irgendwie wird man sehen, wie sich das verhält, wenn weitere Richtungen All streben und, however. Genau. Wir hatten es ja jetzt schon erwähnt, auch Crew Dragon 4 macht sich ins All auf. Da gibt es auch schon Bilder, wie die gestackt ist, also schon richtig aufgeflanscht ist auf dem, auf der Falcon. Und die Crew Dragon heißt Freedom. Passt ja auch gut zu unserer Zeit. Ist das jetzt eine Crew Dragon Kapsel, die zum ersten Mal startet, weil der Name, also die Namensgebung Freedom, ich meine, die bekommen ja immer diese trivialen Namen, bekommen sie ja immer von der Crew, die an Bord dieser, an Bord, also von der ersten Crew. Also wir hatten ja Endeavor und, wie war nochmal die erste? You know what I mean, ne? Also die trivialen Namen kommen ja in immer, der Mission. Ich bin da immer schlecht. Das heißt, die Freedom müsste ja auch schon mal geflogen sein. Ja, ich gucke gerade. Crew Dragon Freedom. Nö. Okay. Das erste Mal. Okay, die wurde dann vorab benannt. Auch interessant. Ja. Called Freedom. Am 23. März 2022 wurde sie bereits benannt. Okay. Also ein Tag nach
Ah nee, wann war das? Februar, ne? 22. Februar gab es den Angriffskrieg der Russen. Ja. Naja, okay. Astronaut Kjell Lindgren was chosen because of celebrates a fundamental human right and the industry and innovation that emanate from the unencumbered human spirit. Okay. Ja, sei es drum. Ja. Auf jeden Fall Start von der Kapsel ist jetzt vorgesehen für den, also in 4 Tagen, das 30, ist der 26. oder nicht? Stimmt, ja, hier steht auch 26. Ja, genau. Ja, und dann denke ich... Crew 3 Undocking ist am 30. April, ja. Okay. Ja, dann passt das. Genau, dann haben wir eine Überschneidung wieder. Ne? Das heißt, wir haben am 26. haben wir den Start, dann ist die Freedom-Kapsel da und dann kommt Endeavour mit der Crew 3 wieder zurück. Ja. Das müsste ja so sein, genau. Ja, cool. Wir sind ja bei SpaceX und wir hatten beim letzten Mal kurz drüber gesprochen, dass die Starship Factory in Florida jetzt auch anfängt, langsam aus dem Boden zu wachsen. Wir hatten da nicht so richtig viel Material zu. Wir hatten nur ein Foto von einem Überflug, das ich dir, glaube ich, irgendwie privat mal in einem Chat geschickt hatte. Aber du hast jetzt ein Video ausgegraben tatsächlich, ne? Ja, genau, richtig, weil mich das mal genau interessiert hat, was sie jetzt eigentlich genau machen. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, das mache ich nach unserer Aufzeichnung, aber genau, das, der Titel ist Construction Begins Florida's Massive Starship Factory. Ja. Und die werten da auch das Materialien aus, die sie jetzt von unterschiedlichen Leuten haben und gucken sich das genauer an, was da jetzt eigentlich passiert. Genau, wir hatten beim letzten Mal vielleicht, dass der Vollständigkeit halber noch festgehalten, dass der Launch Tower ja gebaut wird und Felix hat gestern auch nochmal, also am 20. April, sein letztes Video aus Deutschland veröffentlicht, wo er auch nochmal kurz drauf eingeht, dass, also was jetzt so ein hypothetischer Output der Boca Chica Factory wäre und der ist da ungefähr auf 42 Starships pro Jahr gekommen und das ist halt ungeachtet, also das wären hochgerechnet, Elon hat ja einfach mal gesagt, die würden gerne so 1000 Starships in 10 Jahren produzieren, das ist damit nicht so richtig denkbar, du landest halt in 10 Jahren, also bei 42 pro Jahr landest du in 10 Jahren beim 10 Jahren bei 420, ne? Und entsprechend wird hier dann auch noch ein dicker Batzen bei der Starship Factory in Florida hängen bleiben. Das heißt, auch hier werden, wenn man in die Nähe dieses Ziels kommen möchte, auch noch einige Starships vom Band laufen müssen. Und ich denke, da sehen wir gerade die ersten großen Schritte. Der Launch Tower steht jetzt langsam, also zumindest, ne, der Launch Tower wird aufeinander gestapelt. Also man sieht, dass da nicht nur irgendwie halbherzig jetzt ein bisschen geprototyped wird, sondern da ist jetzt all in. Das heißt, da werden mit Sicherheit auch einige Geldmittel bei SpaceX dafür draufgehen, um das dann da zu wuppen. Aber wir kommen da ja gleich noch zu. Sie haben die Mittel auch einfach im Moment, ne? Richtig, genau. Fundamente sieht man da auch schon und riesige Flächen, die freigemacht werden. Und das ist dann auch wieder spannend zu beobachten. Was haben Sie aus Boca Chica halt gelernt? Ne? Wie kann man die Infrastrukturen irgendwie noch effizienter machen? Eine bessere Transportlogistik und was weiß ich, was da alles dazugehört. Ja. Interessant. Was ich jetzt gerade noch sagen wollte, weil mir das öfter mal auffällt und das passt hier gerade ganz gut, du hattest von Felix gesprochen und wir sollten, glaube ich, in Zukunft immer dazu sagen, wo der einzuordnen ist, damit die Hörerinnen und Hörer dann auch irgendwie wissen, wo sie dann nachgucken könnten. Ne? Und wenn du von Felix sprichst, dann sprechen wir immer von Felix Schlang, der bei YouTube auch sehr aktiv ist und ja, einer von den deutschen Content-Creatern ist. Die da bei YouTube auch ziemlich Gas geben und auch sehr aktiv sind. Ja, ja, das sollten wir vielleicht auch mal so machen. Einfach auch mal so ein bisschen mal aufzeigen, wo man noch welche Leute kann. Es da eigentlich, genau, ja. Welche Leute es da draußen eigentlich noch gibt, die diese auch sehr raumfahrtlastig sind und ja, die zum Team Space letzten Endes auch dazugehören. Ja, ja, ja. Mit stimme ich total zu. Bei Felix sollte man vielleicht noch einordnen, dass Felix zwar deutsch, also ne,
also auch bei uns in der deutschen Community unterwegs ist, weil er eben aus Ahrweiler kommt, da die Ecke, und auch Deutsch spricht und einfach hier aus Deutschland kommt, aber die Inhalte eben auf Englisch produziert. Das ist vielleicht nicht unerheblich irgendwie zu wissen. Ne? Also seine Videos, ja, also sein YouTube-Kanal ist ja What About It. Und ja. Der ist auch nicht, also 240.000 Abonnenten, der hat schon wirklich eine ansehnliche Zahl von Zuschauerinnen und Zuschauern zusammengekratzt. Mittlerweile knapp 290 Videos auch veröffentlicht, also auch ein dicker Batzen. Aber halt eben englischsprachig und dadurch, weiß ich nicht, für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nicht immer der Kanal to go, aber definitiv sollten wir dann nochmal eine Liste oder sowas, vielleicht so ein Bonus nochmal machen. Das kann man, denke ich, auch ganz schön einschieben, irgendwie sich mal über verschiedene Creator und deren Spezialgebiete auch zu unterhalten, weil dadurch, dass wir jetzt ja schon ein bisschen aktiver in dieser Team Space Community unterwegs sind, lernt man die Leute ja auch besser kennen und weiß, wer hat, wo ist so wessen Steckenpferd, und dann kann man ja das auch nach Interessen entsprechend verteilen. Ja, stimmt. So ein bisschen wie bei Flatter, ne? Nicht das Geld auf verschiedene Plattformen verteilen, sondern seine Aufmerksamkeit auf verschiedene YouTube-Kanäle verteilen. Ja, jetzt kommt wieder die Flatter, wie nenne ich es am besten, Sehnsucht oder die guten alten Flatter-Zeiten. Das verstehe ich gar nicht, dass das so eingegangen ist. Das ist richtig schade. Ja, das stimmt. Ich glaube, da liegen von mir auch immer noch 20 Euro rum, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Kann man das abbuchen? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken nachher. Ich schreib mir noch was auf meine To-Do-Liste. Ich schreibe mir noch mal was auf meine To-Do-Liste. Ja, aber zu dem Ganzen passt ja ganz gut eigentlich. Du hast ja hier die ganzen Starship Falcon 9. Ach Quatsch. Ja, das auch. SpaceX Falcon 9 First Stage Booster. Ja, davor wollte ich noch kurz loswerden, wenn wir jetzt von Florida sprechen, also die Starship Factory in Florida, dann ist damit nicht Coco in Florida gemeint. Da haben wir gerade auch noch so derbe Flashbacks gehabt, zurück in die Vergangenheit. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Zeit, wo es darum ging, dass Starship-Prototypen in einer Konkurrenz zweier Teams gebaut wurden, als Engineering Pathfinder, um herauszufinden, welche Fertigungsmethoden letztlich am besten geeignet sind, um so ein fliegendes Mais-Silo zu bauen. Ja. Also fliegender Wasserturm. Und da gab es einmal das Team in Boca Chica, Texas, das den Starship Mark I Prototypen gebaut hat, und eben das Team in Coco, Florida, die den Starship Mark II Prototypen gebaut haben. Und da gab es halt wirklich eine Challenge zwischen diesen beiden Teams. Es gab keinen richtigen Preis für das beste Team oder so, sondern es wurde einfach gesagt, also die Rahmenbedingungen waren, das Team, was gewinnt, wird letztlich auch die Produktion am Standort halten können. Wobei, da ist fraglich, ob Coco nicht wirklich, aber da können wir gleich noch kurz drüber sprechen, eigentlich gänzlich ungeeignet war. Die Erkenntnisse der Teams, wenn quasi das eine Team einen besonders guten Ansatz für etwas gefunden hatte und die Informationen mussten geteilt werden. Finde ich auch interessant für eine Challenge. Und also irgendwann hat sich halt rausgestellt, dass das Starship Mark I dann entstanden ist, in Boca Chica doch wohl der bessere Prototyp war. In Coco wurden schon einige Vorbereitungen getroffen, um das Starship in Richtung Pad 39A zu bringen, was ich auch total interessant fand. Habe ich aus einem Video gelernt, das wir verlinkt haben. Schaut gerne mal unten in die Shownotes, da haben wir alles Mögliche für euch verlinkt, wo ihr weiter gucken könnt. Also im Grunde alles, worüber wir sprechen, ist dort einmal weiter verlinkt, weil ich gar nicht wusste, dass dieses, also wenn wir das Bauen und Testen der Starships in Boca Chica sehen, dann ist das ja immer, es gibt ja dieses eine Feld, wo im Grunde gebaut wird, dann setzen die das ja auf diesen Robotrailer, fahren das die Straße entlang zur Testzeit, fertig. Und in Coco, also das ist ja auch eine, was ist das da in Boca Chica, ich glaube das ist irgendwie eine Bundesstraße oder sowas, ne, jetzt glaube ich nicht massiv befahrene Straße, die man zwischendurch auch mal irgendwie sperren kann, no big drama,
Coco, habe ich gelernt, da hätte A, noch eine Straße zur nächstgelegenen größeren Straße gebaut werden müssen. Dann hätten die auf den Highway gemusst, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, um dann auf eine Halbinsel in der Mitte einer Brücke zu kommen, wo das Starship dann auf ein Floß geladen werden würde, dann entlang eines Flusses in den Launch-Komplex geschifft werden würde, dann wieder auf eine Straße gehievt werden würde und dann zum Launch-Komplex gefahren werden würde. Also ein riesen logistischer Aufwand. Ich hatte gedacht, dass das auch mitten auf dem Launch-Komplex ist, diese Test-Facility da, oder diese Prototyping-Facility, aber das war wohl zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so. Und wenn wir jetzt also von Starship Factory in Florida sprechen, dann ist das nicht die, wo damals dieser Mark II Prototyp gebaut wurde, sondern dann ist das wirklich mitten am Kennedy Space Center und da ist die Infrastruktur auch so, dass man gut Raketen transportieren kann. Das fand ich doch wichtig loszuwerden. Ja, interessant. Hast du dir das gemerkt von früher noch oder ist das so in dem Video auch enthalten, die Informationen bezüglich der infrastrukturellen Anwendung? Das ist glücklicherweise in diesem Video enthalten und ich fand das total interessant. Ja, mega gut. Auch die Vorbereitungen für diesen Transport wurden damals tatsächlich schon unternommen. Da ist auch irgendwie eine Stromleitung im Weg, die dafür extra angehoben werden muss und all sowas. Also das hatten die damals schon alles gemacht. Deine Liste wird immer länger und länger. Ja, nee, das hatte ich ja schon auf der Liste. Okay. Aber bei den großen Herausforderungen, da ist vielleicht ja auch klar, warum man sich dann für MK1 entschieden hat. Das denke ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das allein, also ich denke aus dieser Challenge heraus, da sich ja beide ihre Erkenntnisse teilen mussten, ist wahrscheinlich am Ende so der beste Weg, die Best Practice rausgekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen wurde, langfristig Prototypen in Coco zu bauen, zumal wenn man sich die Videos, also Leute, schaut euch das YouTube-Video an, man sieht alles, diese Testzeit, diese Prototyping-Zeit ist winzig, ne? Und drumherum war kein Potenzial, sich auszubreiten und insofern fand ich es eigentlich nur sinnvoll und logisch, dass die in Boca Chica sich da ausgebreitet haben, ne? Ja. Weißt du, ob das Bild das Thumbnail von Coco ist oder in Boca Chica? Das ist Coco, genau. Coco, ne? Ja, das die Wälder, die hast du ja in Boca Chica da so gar nicht. Genau. Ja, interessant. Cool. Jo. Falcon 9 Booster, First 9. Stage Boosters? Ja, klar, gerne. Genau, weil wir haben uns gefragt, du hast einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass der Booster der Falcon 9 irgendwie innerhalb von 5 Tagen refurbished wird und da waren wir uns sehr skeptisch. Elon hat getwittert. Und dachten, hey, das kann ja nicht sein, innerhalb von 5 Tagen, ja, wie schnell kriegen die den denn eigentlich wieder neu, sage ich mal, oder ja, refurbished, aufbereitet. Wie sagt man, aufbereitet, danke. Und da sind wir auf eine Zeit von, du hattest das rausgesucht, wie viele Tage braucht es? Shortest hatte ich hier 27 Tage. 27 Tage, naja, genau. Und hier haben wir eine richtig schöne, gute Übersicht bei Wikipedia. Mit allen Boostern, in welchem Status sie sich gerade befinden, ob die auch schon einer neuen Mission zugewiesen wurden oder ob sie dann auch schon einem Refurbishment zugewiesen sind oder auch schon refurbished sind und dann nur noch darauf warten zu starten, ist hier schön dargestellt oder ob sie halt auch völlig zerstört wurden. Ja. Das heißt, diese 5 Tage Launch Cadence diese Kadenz von 5 Tagen, mit der man eben starten will, ist genau das, also eine Starthäufigkeit und bezieht sich insofern nicht auf einen individuellen Booster, sondern über die gesamte Flotte hinweg. Das heißt, es wird aktuell anvisiert, alle 5 Tage einen Falcon 9 Start zu haben. Das wären, keine Ahnung, ein paar 70 Starts im Jahr und da denke ich, ist relativ klar, auch wenn man Refurbishment macht und es dauert mindestens, also wie gesagt, das kürzeste waren 27 Tage. Wir sehen aktuell, was habe ich hier in der Liste, 91 Tage, 37 Tage, 39 Tage, 59 Tage, 49 Tage, 57 Tage. Also wir brauchen so zwischen 30 und 60 Tage, also
zwischen einem und zwei Monaten, um so einen Booster zu refurbischen. Da kann ich mit einer kleinen Flotte von Boostern einfach diese Startkadenz nicht sicherstellen. Und ich hatte mal flugs durchgezählt. Wir haben aktuell 20 Falcon 9 Booster in Service. Eine ganze Menge, das war mir überhaupt nicht so bewusst. Viele davon, was heißt viele davon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück flatsch neu. Und auch wenn die Mission für Mission sammeln, braucht man eben doch ein etwas größeres Arsenal, um das so einzustellen. Und wir sehen das ja auch. Also wir haben jetzt nach dem Start vom 26. April, haben wir dann am 30. April, das heißt 4 Tage später, nochmal einen Starlink-Start und dann am 31. Mai, gut, das dauert dann wieder einen ganzen Monat, den nächsten Starlink-Start. Aber wir hatten das ja auch mal, dass wir innerhalb von, hatten wir auch, glaube ich, darüber berichtet, innerhalb von 6 Tagen irgendwie 3 Starts hatten oder sowas. Können wir gut vorstellen, dass das im Schnitt wirklich hinkommt, diese 5-Tage-Kadenz bei SpaceX. Und wie gesagt, nochmal hier der Verweis, wir kommen da gleich nochmal drauf. Es zeichnet sich auch in den Statistiken ab, dass das jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Ja, richtig, richtig. Wo wir da gleich rüberspringen, das passt ja doch eigentlich gerne, ganz klar, gut, dass wir jetzt zu Dienstleistung Raketenstart rübergehen und ich weiß nicht mehr, wo ich es gefunden habe, aber es gibt regelmäßig einen Bericht von Bryce Spacetech und die haben jetzt auch für Quartal 1 2022 Zahlen veröffentlicht aus den letzten Jahren und da wollte ich einfach ein paar vorstellen und zwar haben wir hier zum Beispiel die erste sehr interessante Grafik, auf die ich dann auch auf Bryce Spacetech gestoßen bin, die zeigt, wie viel Kilogramm tatsächlich von welchem Launch Provider ins All gebracht wurden und da sticht halt SpaceX extrem heraus mit 115.000 Kilogramm und wenn man, das ist der Erstplatzierte, dann halt SpaceX und Zweitplatzierte wäre Roscosmos mit 19.130 Kilogramm. Das ist schon sehr bezeichnend und sieht auf dem Chart faszinierend aus, sagen wir es mal so. Da sieht man schon, was dann da auch für einen Aufwand dahinter steckt, den SpaceX da betreibt. Jetzt muss man natürlich bei dieser Skalierung oder bei der Wertung nach Kilogramm im Hintergrund behalten, dass es sich natürlich bei der Falcon 9 um ein Medium to Heavy Lift Launch Vehicle handelt, also dass die eher schwerere Satelliten an den Start bringt. Die Anzahl, also nach Anzahl Starts sähe das wahrscheinlich ein bisschen anders aus, wobei ich gerade mal kurz drüber skimme. Da könnte sich das Ganze vielleicht nochmal zugunsten von Rocket Lab und dieser Islamic Revolutionary Guard Corps verhalten. Astra Space wird dann mit Sicherheit auch besser abschneiden, genauso wie Virgin Orbit, einfach weil die ja sehr leichte Nutzlasten, die sind ja in diesem Small-Set-Bereich starten und SpaceX natürlich überproportional mit eingeht. Also wenn man die Anzahl von Starts herauskriegen will, geht SpaceX natürlich überproportional mit Gewicht, einfach höhere Gewichtsklasse in die Statistik ein. Aber nichtsdestotrotz, es ist auch eine sinnvolle Metrik, sich die Kilos anzugucken einfach. Ne? Ja, aber das ist ja dann noch einer der nächsten Charts, wenn es um Smallsat-Satelliten geht, haben die von 2012 bis 2021 halt auch die Operator nach Country auch sortiert. Ja. Und da ist SpaceX mit 42% im Smallsat-Bereich auch schon an zweiter Position. Kannst du dich noch dran erinnern, als dieser Satellite Bus, also diese regelmäßigen Starttermine angekündigt wurden? Das ist ja auch noch gar nicht so lange her irgendwie. Ja, ne? Also SpaceX ist, glaube ich, auch mit, also die haben sich ja lange aus dem Smallsat-Bereich rausgehalten, hatten vorher immer wieder mal so Ridesharing-Missionen, aber gut, da mussten dann auch die Leute, die ihre Satelliten ins All bringen wollten, relativ viel miteinander kommunizieren, weil SpaceX damals auf dem Standpunkt war, ja, ihr könnt alle zusammen eine Nutzlast auf der Falcon 9 buchen, aber dann kümmert euch auch möglichst irgendwie darum, dass ihr genug Leute findet und dann den passenden Adapter für unsere Falcon 9 Second Stage habt.
Und da haben die ja wirklich eine 360-Grad-Wendung gemacht, indem die gesagt haben, gut, um jetzt konkurrenzfähig mit Rocket Lab und Co. zu bleiben, machen wir sowas wie regelmäßige Flüge und das, also ein bisschen, ich vergleiche das mal mit einer Busfahrt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also die Rakete startet, egal wie viele Smallsets an Bord sind. Hm. Du musst ja als Smallset, also wenn du den Satelliten starten willst, musst du im Grunde nur einen Platz an Bord der Falcon 9 buchen. Und ja, ob der Bus dann am Ende voll ist, halb leer oder du alleine da drauf bist, du zahlst immer das Gleiche. Und auch, glaube ich, nach Kilo. Und ich denke, dadurch haben die da auch ein dickes Stück vom Kuchen gekriegt irgendwie, ne? Ja, wobei ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie ein wissenschaftliches Team bin, die einen kleinen Satelliten gebaut haben, ich weiß nicht, ob die sich dann direkt an SpaceX wenden oder ob die das über einen Service machen, also wie ULA das ja auch macht, United Launch Alliance, dass die dann halt das auch kategorisieren und ein Kontingent zusammenschnüren, weißt du? Also ich weiß nicht, deshalb sagte ich, also es gibt tatsächlich seit schon relativ lange, gibt es spacex.com/rideshare und da kannst du auswählen, ob du in einen sonnensynchronen Orbit, in einen Low-Earth-Orbit oder einen Polar-Orbit willst. Okay. Dann kannst du sagen, welchen Starttermin du haben willst. Dann gibst du an, wie schwer dein Satellit ist und dann gibt es auch direkt eine Price-Estimation, wie teuer das ungefähr ist. Und dann kannst du den Platz buchen. Und also das haben die schon relativ zentralisiert bei sich auf der Homepage. Und wenn ich jetzt hier mal so einen 100 Kilogramm schweren Satelliten angebe, dann habe ich hier einen Estimated Price von 1,1 Millionen und genau, dann kriege ich hier die Message, no posted flights match the options you've selected, also ne, es gibt jetzt aktuell bis, was ist hier, was habe ich angeschrieben, not earlier 8,22, ich nehme vielleicht mal einen Low Earth Orbit bis August 23 auch nicht. Das ist ärgerlich. Da stehen dich dann allein auf weiter Flur. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass dann ja ein anderer Provider oder ein, also wie ULA, ich weiß gar nicht, wie man diese nennt, dann auch ein Kontingent schon gebucht hat oder mehrere größere Kontingente hat. Ja, so war es ja bisher immer, ne? Ja. Ja. Aber hier ist jetzt, also wenn ich Available Flight, gibt es dann hier eine Liste. Dann gibt es zum Beispiel im Januar 2023 sonnensynchroner Orbit, 500 bis 600 Kilometer. Und dann kann ich mir hier einen Available Docking Port auswählen, 15 Zoll oder 24 Zoll. Und wenn ich jetzt einen 24 Zoll Port haben möchte, der trägt 830 Kilogramm, dann kann ich noch eine Versicherung dazu auswählen. Also es ist unfassbar. Ach, ne? Also du kannst dich hier wirklich durch dieses hier durchklicken. Verstehe. Und am Ende gibst du dann im Grunde deine Informationen an, also deine Kontaktinformationen, von welcher Firma du bist und wer Kontaktperson ist. Und dann kannst du hier bei Clicking I Agree Button, also wie im Grunde wie ein Online-Kontaktformular. Ach guck mal, du kannst auch schon deine Kreditkartennummer angeben. Schön. Ja, belaste jetzt nicht unser Elon-Time-Konto. Sehr cool. Ja, liebe Patreons, es tut uns leid, wir buchen einen Flug für, ja, also das hatten wir ja auch nochmal irgendwann vor, aber ja, aber cool, also dass das tatsächlich bis zu einem Deposit geht, also bis zu einer Anzahlung, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber man kann sich hier dann eben durchklicken und du bist damit unabhängig eben von dieser Organisation durch einen größeren Dienstleister irgendwie, ne? Ja, interessant, interessant. Sehr cool. Um das jetzt mit den Statistiken auch nochmal abzuschließen, das fand ich auch noch ganz interessant, weil ich mich erinnere, dass wir 2018, als wir damals unsere Konferenz in Berlin organisiert haben, auch darauf eingegangen sind, dass da halt in den Bereich auch ziemlich viel investiert wird und jetzt geht es hier um die Anzahl an Smallsats Starts und 2019 lag das noch bei so 400 im Jahr. Und 2020 waren es dann schon 1200 und 2021 fast 1800. Also das ist ein ziemlich großer, anwachsender Markt. Und das finde ich echt spannend. Und interessant. Ja, total.
Es gibt echt interessante Startups, die sich dann auch mit Technologien auseinandersetzen, die man in so Small Sites auch unterbringen kann. Mhm. Da geht es dann zum Beispiel auch um Pharmaforschung, auch mega interessant. Space Pharma ist ein israelisches Unternehmen, mit dem wir damals auch Kontakt hatten, und die sind da auch jetzt mit Axiom One geflogen und haben da auch ihr Experiment auch durchführen können. Echt spannend, was da passiert. Ich finde ja auch cool, dass wenn man so einen Blick nochmal, also so ein paar Stufen quasi aus dieser SpaceX-Bubble quasi rauszoomt und sich anschaut, wer fliegt überhaupt irgendwie, dass es doch internationalere Verflechtungen sind, als man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Klar, ESA und Roskosmos, dass die miteinander verbandelt waren, das ist uns, denke ich, allen bewusst, dass dann SpaceX und SpaceX, United Launch Alliance und unsere Ariane, aber dass beispielsweise auch jetzt OneWeb-Satelliten mit der, was ist es, RSS ist India, ne? Indien. Hm, ja. Also dass beispielsweise auch die Inder was von unseren europäischen oder European-made Satellites abbekommen, das hätte ich zum Beispiel gar nicht erwartet. Hattest du auch was gepostet, ne? Ja, genau, richtig. Das, ich wollte gerade mal nachgucken. Ach so, GSLV, Heavy Lift, genau. Damit will OneWeb halt auch einige ihrer Satelliten ins All starten. Und die Inder sind ja auch sehr, sehr ambitioniert, sagen wir es mal. Haben auch einen coolen, also das Bild sieht halt irgendwie auch sehr cool aus eigentlich. Das ist deren Starttower, der so mehrere Arme da rausgucken lässt. Ja. Sehr faszinierend. Also das müsste man auch mal genauer beleuchten, was die Inder da eigentlich auch alles schaffen und umsetzen. Ja, das war ja auch so ein Einwurf von uns während der Pre-Show irgendwie, ne, dass wir ja nicht unbedingt mutwillig uns irgendwie auf SpaceX konzentrieren, aber da passiert halt so viel cooler, so viele coole Sachen, dass es sich irgendwie anbietet, damit einzusteigen, und da bleibt vieles einfach so links und rechts liegen. Ich bin froh, dass wir zumindest schon mal chinesische bemannte Raumfahrt mit reinnehmen konnten, mal wieder. Ja. Aber das ist klar, also auch die, wie unterschiedlich die Ansätze einfach sind, mit was für Technik da teilweise auch geflogen wird. Ich kann mir vorstellen, dass vielfach auch noch mit alter russischer Technik da geflogen wird. Das ist schon extrem faszinierend. Wobei auch die Chinesen ja jetzt mit der Long March 6A ist es, glaube ich, die neueste, ne? Also die haben jetzt auch wieder eine top aktuelle Rakete rausgebracht, die echt bemerkenswerte Performance-Werte aufweist. Und auch der Specific, also die Effizienz der Rakete ist durchaus stark, wobei man natürlich auch da wieder in Betracht ziehen muss, dass das alles expendable Rockets sind, also die fallen alle, also die ersten Stufen fallen ins Meer, die sind verschwendet im Grunde. Aber auch da wird ja gerade in Asien aktiv dran geforscht, wie man da zu Ähnlichem kommen könnte. Ja. Jetzt, wo ich das gerade ausspreche, also, hatten wir da nicht vor kurzem auch irgendwie in der News, dass irgendwer gerade konkret dabei ist, wiederverwendbare Raketen zu bauen? Müssen wir vielleicht nochmal nachgucken. Ich habe da irgendwie klingelt da was in meinem dunklen Stübchen. Du meinst, du sprichst jetzt aber nicht von Elektron. Nee, auch so mit Gridfins. Okay, ja gut, also es gibt auf jeden Fall Chinesen, die auch versuchen, das nachzubauen, und da gab es ja auch kleinere Testraketen auch schon, und die sahen alle sehr nach Falcon oder SpaceX-Design aus. Das hatten wir auf jeden Fall in der Vergangenheit. Ja. Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Das wäre auf jeden Fall mal interessant, nochmal nachzuschauen. Ja. Ja. Was ich jetzt noch sagen wollte, ja, bei SpaceX ist es halt so wie bei Tesla ja auch. Ich vergleiche das immer so mit einem Sprint. Ne? Also 5 Leute setzen zum Sprint an, und einer ist halt ganz vorne. Die Presse guckt sich das ganz genau an. Alle Leute gucken auf den, der zuerst läuft. Und dabei vergisst man dann vielleicht auch mal den Zweit- oder Drittplatzierten sich anzuschauen. Ja, oder da ja, auch ja, ja, ja. Die Journalisten gucken dann da halt auch nicht so genauer hin. Und es kann durchaus sein, dass auch die Inder sehr innovativ sind und auch da einiges rumtüfteln. Wir hören es nur nicht. Ne? Und das ist halt nur mal klar, eine sprachliche Grenze auch zu den Russen oder zu den Chinesen.
Letzten Endes können wir auch nicht genau sagen, was da jetzt tatsächlich in den Stübchen auch noch so ausgetüftelt wird oder welche Techniken sie da auch neu an Bord haben. Wir wissen es einfach nicht. Von daher versuche ich da immer noch so ein bisschen drauf zu wirken, dass man dann vielleicht nicht nur sich so auf SpaceX fixiert und sagt, wow, mega gut, was die machen. Ja, ist auf jeden Fall mega cool, aber die anderen haben da sicherlich auch was Interessantes, worüber man erzählen könnte, wenn man wollte oder sich die Zeit nimmt oder halt auch Indisch könnte oder Chinesisch. Ja, es wäre ja vermessen zu sagen, dass die innovativsten und tollsten irgendwie sind und auch die besten Ingenieure abbekommen hätten oder sowas. Ich finde, wenn wir jetzt kurz bei Indien bleiben, zum Beispiel bemerkenswert, mit wie wenig finanziellen Mitteln die letztlich Raumfahrt betreiben. Ich glaube, da könnten sich die Europäer und Amerikaner nochmal ein richtig dickes Stück Kuchen abschneiden irgendwie, ne? Mhm. Dass man einfach mal überlegt, mit was kann ich im Worst-Case Raumfahrt aufrechterhalten? Klar, die haben vielleicht keine clicky-bunty Touchscreens, wenn die irgendwann mal bemannte Raumfahrt machen, sondern haben irgendwelche Flips, irgendwelche Switches oder sowas. Dann sieht das da so, weiß ich nicht, 70er-Jahre-Style-mäßig aus, aber es funktioniert mit Sicherheit, ne? Und auch die Mission Control, wenn der, wie hieß nochmal der Lander? Ne? Wir haben den Lander von. Was sie alles überhaupt? War die, ne? Ja, doch. Welchen Länder meinst du? Den Moonlander. Das war Israel. Israel. Ja? Hatten die. Nee, Chandrayaan hatten die doch. Ach so. Genau. Die hatten doch auch. Ich dachte, du meinst dieses. Da gab es auch einen Livestream und da gab es ja dann auch den Blick in Mission Control und. Teilweise so Szenen, wo du dann hast, es geht zu wie auf dem Bazar irgendwie, total spannend, sich das Ganze anzugucken, wie das da abläuft und definitiv immer mal wieder einen Blick wert, vielleicht schaffen wir ja auch irgendwann mal Livestreams. Ja. Ich habe dir gerade mal noch per Telegram den Link von ISRO, Indian Space Research Organization, zugeschickt. Oh, da merkt man halt, man merkt halt, dass das auch schon irgendwie eine andere Welt sind. Ja? Da ist Öffentlichkeitsarbeit für die anscheinend gar nicht wichtig. Good old. Ich weiß nicht, wie die Öffentlichkeitsarbeit betreiben, aber so kriegt man nicht viele Leute, zumindest im Internet nicht. Nee, also so good old HTML2 oder sowas, ne? Also mit so laufenden Schriftzügen und 16:9 Bildern, die einfach auf Bildschirmbreite, die einfach auf Bildschirmbreite vergrößert werden. Sehr schön, ja. Ich wollte nämlich gerade mal gucken, was sie eigentlich aktuell an Projekten oder Programmen haben, aber ich werde da noch nicht so richtig schlau draus. Es ist auf jeden Fall was man auch als Bonus-Episode mal machen könnte, um sich mal mit chinesischen und indischen und japanischen Raumfahrtorganisationen auseinanderzusetzen. Ja. Mit Blick auf die Uhr würde noch kurz darauf zu sprechen kommen, dass natürlich auch Rocket Lab nicht aufhört zu wachsen. Die wurden jetzt ausgewählt, 3 Elektronen-Missionen der Hawkeye-Satellitenfamilie zu starten. Das sind, was sind es? Erdbeobachtungssatelliten? Würde ich jetzt auch sagen, ja. Genau. Und das sind RF Data Analytics Company. Genau, das ist ein Trio aus 3 Satelliten, das gestartet werden soll an Bord von Rocket Lab. Dann vielleicht im gleichen Atemzug noch erwähnt, für die, die es interessiert und live sehen wollen, am Sonntag, den 24. April um 0.35 Uhr, also die Nacht von Samstag auf Sonntag, das ist auch schon korrigiert, 0.35 Uhr ist There and Back Again geplant, also die Wiederverwendungsmission von Rocket Lab. Wenn euch das live interessiert, ich denke, ich werde mir das tatsächlich antun, schaut auf jeden Fall mal rein. Kommen wir zum letzten Segment. Raumfahrt. Du hattest ein Video reingestellt von Mo, Senkrechtstarter Mo.
Der hat vor ein paar Tagen jetzt, glaube ich, ne? Oder ist es schon wieder ein bisschen länger her, mal gezeigt oder aufgezeigt, was jetzt mit der ISS eigentlich los ist, wenn die Soyuz die ISS nicht auf den eigentlichen Arbeitsorbit befördern kann, welche alternativen Antriebe zur Verfügung steht, um das umsetzen zu können, und hat das Ganze mal ein bisschen innerhalb von 17 Minuten analysiert und genauer betrachtet. Finde ich ganz spannend. Eines der Videos, die auf meiner To-Do-Liste stehen. Ja, das ist, wir müssen uns halt noch nicht bewusst machen, dass, ich denke, das haben wir auch schon, als wir über die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts gesprochen haben, deutlich gemacht, dass wir letztlich darauf angewiesen sind, dass eben diese russischen Triebwerke dafür sorgen, dass die ISS auf ihrem Orbit gehalten wird. Die ISS fliegt einfach nicht so weit weg von der Erde, als dass sie überhaupt keinen Luftwiderstand hätte, sondern das sind halt immer noch die oberen Atmosphärenschichten, wo die ISS durchgleitet und entsprechend leicht gebremst wird, sodass immer wieder mal Boosts oder auch Kurskorrekturen notwendig sind. Die werden bisher durch russische Triebwerke eben sichergestellt. Und was wäre nun, wenn sich die russische Seite tatsächlich komplett aus der ISS, aus dem ISS-Programm zurückziehen würde und nicht mehr boosten täte? Und finde ich interessant, sich da mal Gedanken darüber zu machen, welche Möglichkeiten wir haben und warum die SpaceX Dragon eben grundsätzlich ungeeignet ist, um diese Aufgabe zu übernehmen. Also da brauchen wir dann was anderes als eben die russischen Module bzw. SpaceX Dragon Kapseln. Da braucht es dann was ganz Neues. Okay. Ich hätte ja gedacht, dass man irgendwie die Dragon-Raumkapseln auch nochmal irgendwie umbauen oder anpassen könnte. Mhm. Aber gut, werde ich mir nachher mal genauer angucken. Ja gut, aber das wäre ja, eine Dragon-Kapsel so strukturell umzugestalten, dass sie das kann, das wäre dann eine Dragon, also wir sind jetzt gerade bei Dragon 2.0, das wäre dann eine Dragon 3.0. Ne? Also das muss man sich klar machen, dass man einfach irgendwie ein bisschen mehr Treibstoff für die Super Dracos mitnimmt und call it a day. Sondern da ist dann wirklich ein komplettes Redesign notwendig. Das geht nicht mal eben. Okay. Ja, sehr spannend fand ich noch, dass unser lieber Perseverance, der auf dem Mars umherkreucht und fleucht und da ziemlich aktiv ist, die Sonne gefilmt hat und während er das tat, auch ein Mond des Mars vorbeigeflogen ist oder nicht vorbei, sondern direkt vor der Sonne geflogen ist und man ihn dadurch ganz gut beobachten konnte. Und man gesehen hat, dass die Form dieses Himmelsobjektes nicht rund ist, so wie man es vermuten würde vielleicht, sondern etwas eingedellt und gewellt ist. So eine Kartoffel, so, ne? Fand ich ganz spannend. Ja, genau. Fand ich ganz, ganz schön, mal so zu sehen. Ist auch ein bisschen höher aufgelösteres Material als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. In Farbe. Und in Farbe, genau. Ja, wir nehmen das so für vollkommen selbstverständlich, dass ein Mond rund ist, wie eine Murmel. Und wenn man dann im Grunde diese beiden Marsmonde hat, sich dann Gedanken zu machen, hey, das sind im Grunde auch nur etwas größere Felsen, ich glaube, die Oberkategorie ist ja Satellit, ne? Also Satelliten, die den Mars umkreisen. Und die haben dann einfach eine etwas andere Form und was wir ja hier auch, es gibt so schöne Zufälle irgendwie, ne? Also die einen würden es Zufälle, die anderen Verschwörungen nennen, dass wenn wir eine Sonnenfinsternis haben, dann ist die Größe des Mondes und der Abstand zwischen Erde und Sonne fast exakt genau so, dass der Mond die Sonnenscheibe komplett abdeckt und zwar nicht komplett im Sinne von vollkommen überdeckt, sondern wirklich, also die ist dann exakt genauso groß ist die Mondscheibe, die wir sehen, wie die Sonnenscheibe, die wir bei einer Sonnenfinsternis sehen. Und es kann auch anders sein. Das sehen wir dann hier bei der Sonnenfinsternis auf dem Mars, dass eben der Mond vor der Sonne vorbeizieht, aber da noch deutlich Sonne drumherum ist, also der Mond dann deutlich kleiner in der Perspektive ist irgendwie, ne? Ja,
Und somit sehen wir keine schöne Sonnenkorona, so wie wir das bei, genau, beim Mond sehen würden, bei einer vollen Finsternis. Ja, bei uns auf der Erde, ja. Schon crazy, ja. Ja. Genau, und der Mond, den wir hier gesehen haben vom Mars, ist der Phobos und der andere heißt Deimos. Genau. Zufällig auch so, wie die beiden Öl... Ja, zufällig. Ölplattformen von SpaceX, die ja vorbereitet werden für Starts und Landungen vom Starship. Genau, von denen haben wir auch lange nichts mehr gehört, aber das liegt tatsächlich daran, dass da auch aktuell nicht so richtig viel Einblick besteht. Liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass da halt nicht so riesen Umbauaktionen stattfinden, wie wenn da jetzt irgendwie Werkshallen wie in Boca Chica aus dem Boden gestampft werden, sondern dass das hier einfach in wesentlich detaillierteren Schritten vonstatten geht, die man vielleicht auch als äußerer Beobachter nicht unbedingt einsehen kann. Ja, die letzte Info, die wir hatten, war, dass geschleppt wurde, Deimos meine ich, in den Golf von Mexiko. Aber wie es da jetzt exakt weitergeht, weiß ich persönlich nicht. Und ich denke, da werden wir uns auch erstmal mit Vermutungen oder mit Leaks irgendwie zurückhalten, solange bis es was Belastbares gibt. Ne? Ja. Ja, genau. Ja, ich fand noch ganz spannend einen Artikel aus der Future Zone, da habe ich den gesehen, und zwar die USA wollen keine Antisatellitenraketen mehr testen. Das hatten wir jetzt ja auch schon vielfach von Staaten gehört, dass diese einfach um ihre Waffensysteme, um ihre Wehrfähigkeit im Weltall zu erproben, Satelliten abschießen, meistens eigene defekte Satelliten, die nicht mehr gebraucht werden und entsprechend keinen großen Verlust darstellen. Das große Problem, was wir ja auch im Podcast immer wieder damit verbunden hatten, war einfach ein Beitrag zu immensen Mengen von Weltraumschrott, die dadurch entstehen. Wir hatten uns auch vor einiger Zeit über einen Abschuss, was der russischen Seite, glaube ich, unterhalten, wo eine Trümmerwolke losgetreten wurde, die auch die ISS durchaus, also die Umlaufbahn der ISS gekreuzt hat. Ja. Und auch der gefährlich wurde und dadurch auch ein Ausweichmanöver durchgeführt werden musste. Genau. Da stellt sich auch die Frage, ne, wenn so ein Event halt auch wieder bevorsteht, ja, wie will man denn die ISS dann in ein Ausweichmanöver manövrieren? Wird ja dann auch nicht so einfach machbar sein. Naja. Genau, die USA ist jetzt eben der erste Staat, der jetzt bekannt gegeben hat, aus diesen ASAT, also diesen Anti-Satellite-Weapon-Tests aussteigen zu wollen. Und ich denke, das kann man nur gut heißen, weil es eben wirklich, ja, im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass wir nennenswerte Teile der Satelliteninfrastruktur irreparabel beschädigen und im schlimmsten Fall auch die Menschheit für lange, lange, lange Jahre, für lange, lange Zeit darin hindern werden, überhaupt von der Erde zu starten, weil man, wenn das Kessler-Syndrom so richtig durchtritt und alles da oben sich in Trümmerteile auflöst, die wieder Trümmerteile lostreten und Satelliten zerstören, die wieder Satelliten zerstören, dann leben wir in einer wunderbaren Trümmerteile-Wolke, wo man auch vielleicht mit einer Rakete gar nicht mehr so sicher durchkommt. Durchkommt. Krass, ja. Ja, ich habe auch noch was ausgegraben und zwar ist das irgendwie auch völlig an mir vorbeigegangen, finde ich aber trotzdem ganz interessant, dass der European Robotic Arm, ERA, dass da jetzt die ersten Module installiert wurden, das ist ein Arm, der eigentlich schon seit so 20 Jahren in Planung ist und eigentlich auch ursprünglich mal mit dem Space Shuttle an die ISS angedockt oder zur ISS hochgebracht werden sollte und dann da dran gebaut werden sollte, entspricht so ein bisschen dem Kanada-Arm. Und ist jetzt endlich mal installiert worden und zwei Kosmonauten haben wir jetzt am 18. Die ersten Teile installiert. Jetzt im April folgt auch noch eine zweite Mission, Außeneinsatzmission. Weiß ich gar nicht, wann die noch starten wollen. Naja, dann wahrscheinlich vor dem 30. April noch. Ja, und dann wird er in den nächsten Monaten dann auch einsatzfähig sein und ist wesentlich flexibler und bin gespannt. Als du während der Pre-Show sagtest, European Robotic Arm, im Grunde Ergänzung zum Canada Arm, dachte ich, ja, okay, interessant. War mir gar nicht so bewusst, dass das da jetzt irgendwie
in Planung war, ist an mir vorbeigegangen. Aber gut, dass es sich im Grunde um ein antikes Stück Technik handelt, was so lange schon in der Schublade liegt, dass das geplant war, damals mit dem Space Shuttle zu starten, das war mir überhaupt nicht bewusst. Oder war das einfach, also war das für die Zeit, für den Zeithorizont jetzt quasi geplant, aber man hat mit weiteren Space Shuttle Starts gerechnet? Ganz genau weiß ich jetzt nicht. Okay. Ich hatte bewusst von Planung gesprochen. Ich glaube, man hat es anfangs, also hardware-technisch stand das halt auch noch nicht fest, aber man hat sich in die Planung begeben und hat gedacht, man kriegt das dann mit dem Space Shuttle innerhalb von einer bestimmten Zeit halt auch hoch. Aber dadurch, dass es mit dem Space Shuttle jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen ist, musste man sich dann wahrscheinlich auch nochmal komplett neu Gedanken machen, wie man das jetzt logistisch auch da hochkriegt. Und von daher haben sie, glaube ich, auch mehrere Iterationen gebraucht, um das dann irgendwie so hinzubekommen, dass man das, weiß ich gar nicht, mit SpaceX wahrscheinlich dann auch da hochkriegt. Ja. Und haben dann neue Techniken einfließen lassen auch schon. Und zumindest das, was ich so gesehen habe, sah auch echt faszinierend aus, was man damit machen kann. Ja, ich bin gerade überlegen, ich sehe hier dieses Render, wo gezeigt wird, wie ein Kosmonaut am an einem russischen Segment arbeitet, und er steht im Grunde auf einer Plattform, die an diesem Arm befestigt ist, also so ein bisschen wie auf der Erde ein Hublift. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob das der Canadarm bisher schon hergegeben hat, dass man da Astronauten im Außeneinsatz quasi draufschnallt. Gesehen habe ich es noch nicht. Nee, bewusst habe ich es auch noch nicht. Das erinnert mich ein bisschen an eine Szene aus Graffiti. Anderes Bild? Ne? Ja. Es gibt hier noch so ein anderes Bild. Kosmonauten perform maintenance on Strela Crane. Das habe ich auch noch nie gehört. Achso, Strela Crane? Ah nee, das ist kein robotischer Arm. Sondern nee, genau. Keine Ahnung, vielleicht gehört das aber zu diesem robotischen Arm der Europäischen Union dazu. Ja. Weiß ich nicht. Aber spannend. Also da haben wir dann im Grunde nochmal ein frisches Stück Technik oder ein frisches Stück, ja, schon lange in der Schublade befindlicher Technik, wie auch immer. Eine Raumfahrt dauert halt auch ein bisschen. Staatliche Raumfahrt dauert vor allem ein bisschen. Und insofern, ich hatte da ja vor einiger Zeit schon mal in einem Orbital Plausch, das ist ja Thorstens Orbital Plausch, auch ein YouTube-Channel, da war ich zu Gast, da ging es um The Man versus Machine, wie es quasi jetzt weitergeht mit Robotern im All. Und da war dann auch die Frage, ob wir jetzt vielleicht schon so den Zenit der Neuentwicklung an Bord der ISS gesehen haben. Und ich denke, ja, das ist jetzt, weiß ich nicht, mit meinem Gefühl nach sind wir jetzt so in den letzten Zügen mit der ISS. Da gibt es jetzt nochmal so ein paar schöne Gimmicks. Ich glaube, die Sachen, die so für so, oh, toll, wunderbar, unerwartet, Emotionen sorgen, die haben wir jetzt durch, meiner Meinung nach. Aber gut, dann haben wir noch einen zusätzlichen Arm, wie lange er dann auch da oben noch werken möge und wie nützlich er dann zusätzlich zum Kanadarm dann auch ist. Ja. Klingt jetzt ein bisschen pessimistisch so, Ich meine, letzten Endes, wenn dann es mal zur Debatte steht, was man mit der ISS macht, ob man die dann, vielleicht kann man die auch deassemblen und die Teile, die halt irgendwie noch Wert haben und genutzt werden können, auch umbauen. Da wird sich sicherlich einiges auch noch finden lassen. Ja, das wäre ja noch so, meine Wunschvorstellung wäre das ja, das ist ja auch durchaus ein etablierter Ansatz, aber eine auch bekanntere Überlegung, dass man quasi anfängt, eine neue Raumstation angedockt an die ISS aufzubauen. Dass man quasi die ersten Module einer neuen Raumstation nicht, wie die Chinesen das im Grunde gemacht haben, für sich startet und für sich im Orbit um die Erde kreisen lässt, sondern dass man quasi als Teil der ISS startet, um die Infrastruktur mitzunutzen, und sobald die ISS dann quasi wirklich deprecated ist, wo man sagt, gut, jetzt sind die alten Module auch mal wirklich durch, dass man sagt, gut, dann entkoppeln wir das Ganze jetzt. Wir haben allerdings schon so ein paar Sachen, so ein paar Grundmodule aufbauen können, und dann haben wir eine neue Raumstation. Das wäre, denke ich, so ein realistischeres Szenario.
Ja. Ja, aber wir haben nicht nur den European Robotic Arm, der jetzt aufgebaut wird und der neue heiße Scheiß an Bord der ISS ist, sondern wir haben auch wieder so eine Art Proof of Concept. Da gibt es ja häufiger mal so Spielereien in Anführungsstrichen an Bord der ISS. Wir haben jetzt einen Holodoktor. Cool. Gleich an Star Trek gedacht. Ja. Sein Name ist mir, ich bin da, Mann, ich erwähne das ja immer wieder, mein Gedächtnis ist immer nicht so top, muss ich sagen. Wie heißt denn der Holodoktor bei Star Trek? Doc? Der Doktor? Hat er keinen richtigen Namen? Okay. Also er ist ja auch, ne, ist ja auch ein Hologramm. Ich glaube, er heißt der Doktor. Das wäre jetzt so. Doc, ja. Das Ähnliches wird jetzt gerade auf der, oder gab es jetzt auf der ISS zu sehen, und zwar mit einer Microsoft HoloLens und entsprechendem Gegenstück auf der Erde. Da wurde dann auch ein Doktor oder ein Arzt holographisch auf die ISS konsultiert und zeigt mit Sicherheit, was möglich ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Starlink da langfristig nochmal eine Rolle spielen könnte, wenn wir in Richtung privater Raumstationen gehen, dass man hier solche Mixed Reality Setups oder auch die Kommunikationsanbindung allgemein an die Erde nochmal deutlich stärkt und höhere Bandbreiten, kürzere Latenzen hinbekommt, um sowas dann auch zu machen, weil das muss man natürlich auch sagen, so ein Holodoc macht natürlich keinen Spaß, wenn man irgendwie hin und zurück dann, weiß ich nicht, 1000 Millisekunden, also eine volle Sekunde Delay hat und dann immer so dieses, vielleicht kennt man das von früher noch, von so Auslandstelefonaten, man fällt sich dann immer gegenseitig ins Wort irgendwie, das ist dann ja nicht besonders entspannend irgendwie, ne? Ja, dann muss das ein autonom agierender Holodoc sein, so wie bei Star Trek. Und der heißt tatsächlich nur Doc. Okay, ja, guck mal. Da hast du recht. Ja, mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt eine Stunde eins rum, würde ich sagen, wir haben es soweit zusammengekehrt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich bin zufrieden mit dieser Folge. Du bist zufrieden mit dieser Folge. Ich auch. News zusammengeklaubt und auch größere Themen besprochen. Cool. Ja, wir sagen ja eigentlich immer, dass wir die News so zusammenkehren, wie sie uns interessieren und wie wir das spannend finden, weil ich denke, das liegt in der Natur der Sache, dass wir uns auch wöchentlich für diese Themen begeistern wollen und dann wird das natürlich häufig durch unsere Brille gefärbt. Wenn ihr diese Färbung und dieses gesamte Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik- und Raumfahrt-Community seht, dann freuen wir uns, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr Feedback habt, schickt uns gern eine E-Mail an post@elondheim.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Ganz, ganz lieben Dank an unsere Patreons, die uns ja schon seit längerer Zeit durch dieses Abenteuer begleiten und die Entwicklung quasi live miterleben können. Die Pre-Show gibt's, also die Pre-Show, wo wir quasi das ist so die erste Stunde, wo wir uns zusammensetzen und Themen suchen und uns vielleicht auch so ein bisschen privat austauschen. Die gibt's auf patreon.com/elontime für unsere Patreons zum Nachhören. Ja, und ich würde sagen, wir experimentieren fleißig weiter. Von dieser Episode wird es eine YouTube-Fassung mal wieder geben. Das haben wir in der letzten Zeit ein bisschen schleifen lassen, aber wir haben jetzt einen Weg gefunden, das einigermaßen unkompliziert nebenher zu machen. Und schaut da gern mal rein, wenn es euch interessiert. Wir würden uns riesig freuen, wenn das eure Gunst gewinnen könnte. Ja, ich habe gerade nochmal reingeguckt in den Livestream. Du livestreamst das ja auch gerade. Und man kann sich ja da auch mit in den Chat reinklicken. Das heißt, wir können ja dann beim nächsten auch mal reingucken, ob es da vielleicht auch Fragen gibt. Genau, so. Also den Stream, den habe ich parallel hier auf. Also den Chat, die Plattform auch. Da weiß ich gar nicht, das kann man, glaube ich, so sogar teilen, da müsste ich mal gucken, dass ich dir da dann auch mal
perspektivischen Zugang gebe. Wir sind auch besser geworden, habe ich das Gefühl, im Vorausplanen von den verschiedenen Episoden. Wir waren ja doch mal irgendwie so sehr spontan, dass wir teilweise am Tag vorher gesagt haben, heute Abend, machen wir. Mittlerweile gibt es so doch ein, zwei Wochen im Voraus geplant. Insofern, da könnte man den Stream dann auch schon mal vorab einrichten und die Leute damit entsprechend dann ins Boot holen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mal ganz interessant ist und vielleicht auch ein bisschen mehr Reichweite hat als diese Studio Link On Air Streams beziehungsweise die Discord Streams. Das wäre zumindest so eine Hoffnung, die ich jetzt einfach mal damit verbinde. Mal gucken, wie es wird. Wir sind ja ständig auf Experimentiertour. Richtig, ja, cool. Du siehst ja, da müssen wir, das können wir gleich nochmal uns zusammensetzen und überlegen, wann wir das nächste Woche veröffentlichen, dann kannst du das auch gleich irgendwie mit einarbeiten oder sehr gerne. Du schickst mir den Link, dann mache ich das. Gut. Ja. Albrecht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche euch einen richtig schönen Start in die kommende Woche und wir hören uns dann in der nächsten. Bis dahin. Ciao, tschüss. Ciao.